Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Shorts-Kanal. Heute bin ich nicht alleine, wie ihr seht, habe ich meinen Freund, beziehungsweise mittlerweile schon Verlobten bei mir. Denn wir haben uns heute hier für meinen Shorts-Kanal was ganz Besonderes überlegt. Wenn ihr uns auf TikTok verfolgt, dann wisst ihr vielleicht, dass wir uns schon so ein-, zweimal geprankt haben. Und zwar schon auch ziemlich heftig, würde ich sagen. Und wir dachten, es wäre doch ziemlich cool, wenn wir diese Pranks mal zusammenschneiden und hier als großes YouTube-Video einfach festhalten. Deswegen seht ihr jetzt hier den ersten Teil von unseren Pranks und wundert euch nicht, wir haben schon sehr früh auf TikTok angefangen, uns gegenseitig zu pranken. Deswegen sehen wir noch so ein bisschen anders aus als jetzt und vielleicht ein bisschen jünger. In diesem Video seht ihr jetzt nur, wie ich Sinan pranke, aber natürlich geht es auch als andersrum. Und auf Sinan seinem Kanal seht ihr die Videos, wo er mich prankt. Deswegen vergesst nicht unbedingt auch am Ende von dem Video zu Sinan rüber zu swipen. Ich verlinke ihn euch natürlich unten in der Infobox. Das heißt, der allererste Link in der Infobox unten ist sein Shorts-Kanal bzw. sein YouTube-Kanal. Und da könnt ihr euch die zweite Hälfte angucken und zusehen, wie er mich foltert. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Video und genießt, wie ich leide. Mein Freund schenkt mir schon den ganzen Tag keine Aufmerksamkeit, weil er die ganze Zeit am Zocken ist. Und deswegen werde ich ihn jetzt pranken. Sorry, Schatz. Das nächste Mal solltest du mir Aufmerksamkeit schenken. Ich habe hier Kaltwachsstreifen und ihr müsst wissen, Sinan ist sehr behaart an den Beinen und die werde ich mir jetzt aufkleben. Zuerst warm machen. Und los geht's. Wir müssen das Kabelsalat da unten noch richten. Ja, ne? Guck mich mal dahin, Sinan. Sinan, du hast da Kaltwachsstreifen. Guck doch mal! Hab dich geprankt! Was machen wir jetzt? Ja, ich zieh's jetzt sicher nicht an. Ich werde jetzt meinen Freund pranken. Und zwar schon wieder. Wir machen gerade zusammen ein Skincare-Video. Und ich muss mich noch abschminken, aber ich habe hier von Anastasia so einen Lipstand. Der bleibt einfach 2-3 Tage auf den Lippen und der ist pink. Den werde ich jetzt drauf machen, denn ich habe gesagt, das sind Lippenbalsame, die wir testen sollen. Das Lustigste ist, er hat morgen Arbeit. Also er muss morgen zur Arbeit und dann hat er einfach pinke Lippen. Ich habe neue Lippenbalsame und die werden wir jetzt zusammen testen. Stimmt's? Fini? Motiviert? Ja? Er ist schon ein bisschen müde, er hat morgen Arbeit. Und er hasst Lippenbalsam, ja. Ich fange erst den mit Belu an. Das ist ja normaler. Der hier, der soll ja die Farbe ändern. Lippenbalsam drauf. Den. Und jetzt kommt der Lippenbalsam von Anastasia Beverly Hills. Sinan, ich hab dich geprankt. Bleib 3 Tage auf den Lippen. Sinan, Sinan. Sinan, warme Seife. Ich ab, Mann. Das geht nicht ab, ne? Ich werde jetzt meinen Freund pranken. Auch wenn heute Valentinstag ist, habe ich kein Erbarmen. Denn er ist schon wieder am Zocken. Ich habe auf jeden Fall solche Klebetattoos. Und er muss morgen zur Arbeit und ich werde ihm jetzt eins auf die Stirn kleben. Und ich sage euch Leute, die gehen nicht so leicht wieder weg. Ich werde jetzt diese Blumen hier nehmen, Folie abziehen und ein nasser Waschlappen. Let's go! Was spielst du da? Digimon? Digimon! Du Schwein. Alter, was machst du? Was machst du? Was machst du? Lass es doch jetzt gut. Lass es doch. Hä? What the fuck? What the fuck? Dein... Oh, Scheiße. Ich krieg mein Auge nicht mehr auf. Was ist das? Das ist voll. Das sind die schärfsten Nudeln der Welt und wir werden jetzt Sinan damit pranken. Ich habe die bei Unge gesehen und ich habe zu Sinan gesagt, dass ich uns Instant-Nudeln mache mit ein bisschen Tomatenmark und so, damit ich die rote Farbe dann erklären kann. Das ist übrigens das schärfste Pulver der Welt. Ich habe die Instant-Nudeln ein bisschen angebraten und dann diese Soße dazu gemacht. Damit Sinan es glaubt, habe ich ein bisschen so, davon Leute, geredet. Ich habe jetzt so ein richtig easy Essen gemacht, einfach mit Instant-Nudeln, ein bisschen Tomatenmark und Ingwer. Sini habe ich hier auch eins gemacht. Und viele denken immer, dass Instant-Nudeln nicht so geil sind, aber glaub mir, ich habe sie richtig geil gemacht. Wir können auch mal Sinan fragen, wie er sie findet. Also Sini, machst du den Food-Test? Nimm einen großen Bissen, das ist für die Story. Sinan, geht's dir gut?
Dein Kopf wird ganz rot. Prank! Willst du was sagen? Das riecht nach Rache. Oh ja, Leute, das riecht nach Rache. Sinan hat mein Make-up eingefroren und deswegen werde ich ihn jetzt so krass pranken. Ich bin heute extra im Müller gewesen und habe Enthaarungscreme und Kaltwachsstreifen geholt. Enthaarungscreme? Kaltwachsstreifen. Okay, ich nehme jetzt doch die Enthaarungscreme, weil die wirkt schneller. Das gehe ich jetzt bezahlen. Ihr wisst, was das heißt. Ich habe alles vorbereitet und wir gehen jetzt zu Sinan, denn der schläft. Es ist noch alles gut. Boah, Leute, der bewegt sich die ganze Zeit. Okay, Leute, das müsste reichen. Das lasse ich jetzt ein bisschen einwirken. Und jetzt kommen die dran. Okay, vorsichtig. Oh mein Gott, Leute, schaut mal. Sinan, steh auf. Das ist die Reihe. Okay, Leute, Sinan hat jetzt die ganzen Kaltwachsstreifen auf den Beinen. Und die Enthaarungscreme. Bist du noch müde? Willst du noch mal meine Paletten einfrieren? Komm, Großer! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mal schauen, wie gut die Enthaarungscreme gewirkt hat. Oh mein Gott! Das sieht fresh aus. Ah! 1. Was kommt davon? Wenn man meine Palette einfriert. Oh mein Gott! Meine geliebte Anastasia Beverly Hills nur Wiener Palette eingefroren hat. Die ist jetzt steinhart und safe ist sie kaputt. Die hat einfach über 50 Euro gekostet. Und das riecht nach Rache. Sie niest noch bei der Arbeit und schaut mal, was ich hier habe. Ist es ein Controller? Und dreimal dürft ihr raten, was wir jetzt mit dem machen. Kommt, schreibt's in die Kommentare. Ich weiß, ihr wisst, was wir damit machen. Ich warte ein paar Sekunden. Und habt ihr es in die Kommentare geschrieben? Richtig, wir werden den jetzt einfrieren. Auge um Auge, Zahn um Zahn. So lange lasse ich die auftauen. Ach, Menno. Hier ist jetzt der Controller. In der Tupperdose. Und den werde ich jetzt auch einfrieren. Ich habe jetzt eine größere Schüssel genommen, damit der safe drin liegt. Jetzt kommt es in die Gefriertruhe. Tschüss. Und gute Nacht. Meine Palette ist aufgetaucht und wir schauen... Oh mein Gott. Wir schauen jetzt rein. Die ist komplett zerstört. Ich hoffe, deinem Controller wird es auch so gehen. Gemein. Oh, bitte nicht schon wieder. Schau schnell ins Gefrierfach, Sinan hat dein Hai eingefroren. Ihr wisst vielleicht, dass Sinan und ich gerade einen Wettbewerb haben. Wir haben zwei solcher Schlüpfeier und das, welches zuerst schlüpft, hat gewonnen. Meins war eigentlich fast schon draußen und jetzt hat es eingefroren? Es riecht nach Rache. Hier ist Sinan sein Ei, das ist schon ziemlich gut am Schlüpfen auch, aber ich rühre das nicht an. Wir schauen jetzt, ob mein Ei wirklich eingefroren ist und wenn das stimmt, dann werde ich Sinan pranken. Er ist nämlich auf dem Sofa eingeschlafen und das heißt, ich werde sein komplettes Gesicht tätowieren. Und zwar mit diesen ohne Zahntattoos. Und das Lustige ist, er muss morgen früh zur Arbeit. Hier schläft er und wir schauen jetzt, ob es stimmt. Ach nö. Es ist zum Glück nicht ganz eingefroren. Übrigens ist bei mir kein Hai rausgekommen, sondern so ein Fisch. Mega komisch, oder? Ich habe den Wettbewerb gewonnen, weil mein Ei ist geschlüpft. Und dafür, dass er mich manipulieren wollte, tätowiere ich ihn jetzt mit diesen Ohrensand-Tattoos. Ich habe dir jetzt schon zurechtgerissen und habe hier auch schon den nassen Lappen. Jetzt geht's los. Oh Mann, er sieht schon ein bisschen süß aus, oder? Alter, hört ihr, wie laut er atmet? Okay, jetzt geht's los. Scheiße. Oh mein Gott, zeig mal dein Gesicht. Du hast da ein Tattoo auf deiner Stirn. Nein. Oh, du bist voll verschlafen. Sinan, warte doch mal. Was ist das? Das ist ohne Zahn. Hey, voll cool. Was? Du ich mag ohne Zahn. Du findest es cool? Ja. Dann klebe ich dich jetzt noch mehr voll. Hey, du solltest es blöd finden. Ich find's blöd, dass ich geweckt wurde. Na gut, dann machen wir jetzt deinen ganzen Arm voll. Und riechst es? Oh, falsch herum. Jetzt noch die. Warum bist du so glücklich? Ohne Zahn. Ach Mann, du solltest eigentlich jetzt ausflippen. Das ist irgendwie schief gegangen.
Schreibt mir in die Kommentare, wie ich ihn besser pranken kann. Als Rache für das Ei. Und zudem, mein Ei hat gewonnen. Mein Hai-Team hat gewonnen. Schau lieber mal in die Gefriertruhe. Deswegen will ich dich doch pranken. Ich hab's schon längst gesehen. Wie soll ich ihn noch pranken? Prank damit Sinan! Oh mein Gott, das ist die beste Idee ever und das werden wir jetzt machen. Diese Lip-Color-Farben sind eigentlich für die Lippen gedacht und die bleiben ewig lang drauf. Ich habe mir das gestern draufgegeben und konnte es nur mit viel Foundation überdecken. Und ich werde ihm das jetzt aufs komplette Gesicht geben. Damit es echt wirkt, habe ich eine alte Maske genommen und das Ganze da reingefüllt. Und natürlich habe ich die stärkste Farbe überhaupt genommen, das Rot. Hier ist jetzt die Maske drin und wundert euch nicht, damit es echt wirkt, rede ich jetzt. Let's go! Ich habe hier die neue Hello Good Stuff Maske von Essence. Und viele von euch wollten, dass ich die ausprobiere, aber ich bin leider geschminkt. Deswegen frage ich einfach meinen Freund, ob er sie ausprobieren kann. Sinan? Sini? Komm, du darfst als erstes die neue Hello Good Stuff Maske von Essence ausprobieren. Da ist leider nicht mehr so viel drin, weil sie mir ausgelaufen ist, aber ein bisschen ist noch was da. Du musst natürlich ein Haarband aufsetzen, Sini. Erinnerst du dich an die erste Hello Good Stuff Maske? Jetzt gibt es eine zweite davon. Wir haben die erste schon ausprobiert. Okay. Also ich trage die Maske mit so einem Maskenpinsel auf. Und wie fühlt sie sich schon mal an? Mega gut. Sehr zäh. Jetzt kommt noch die Nase. Die riecht nach Kirsche. Okay Leute, ich glaube das reicht. Jetzt muss es trocknen, weil es eine Peel-Off-Maske ist. Und wie fühlst du dich? Du siehst ein bisschen aus wie Batman. Das fühlt sich gut an. Echt? Ja. Sehr gut. Ich habe jetzt mal hinten drauf gelesen, da steht so 5 bis 10 Minuten. Wie findest du die Farbe der Maske? Kirschig. Du bist einfach so endsüß, ohne Witz. Sinan, weißt du, was das hier ist? Und du weißt, dass du es gerade auf dem Gesicht hast? Hast du nicht gemacht. Doch. Dein Gesicht ist jetzt rot. Komm, Sini, zieh's ab. Ich habe die Maske angefasst und schau mal, wie meine Hände aussehen. Also ich würde sagen, den Rest solltest du mal mit Wasser abwaschen. Du, Sini, du bist ein bisschen rot im Gesicht. Ist klar, dass ich morgen wieder zur Arbeit muss. Ich finde, du siehst süß. Du hast ja übrigens noch was an der Nase. Es geht nicht weg. Du siehst aus, als wärst du einfach 3 Stunden in der Sonne gelegen. Möchtest du irgendwas sagen noch? Kriegst du zurück? Nö. Ich rede nie wieder mit dir. Prank gelungen. Es ist endlich wieder an der Zeit, Sinan zu pranken. Und dieses Mal wird es der härteste Prank, den ich jemals gemacht habe. Hier haben wir sein Handy, das ist vor 3 Tagen runtergefallen. Und seitdem hat es immer wieder so gespackt. Und als ich heute Morgen auf Toilette war, kam nur noch so ein grüner Bildschirm. Okay, jetzt geht's gar nicht mehr an. Ich glaube, ihr seht's. Auf jeden Fall ist Sinan sein Handy komplett kaputt jetzt. Und weil er heute Morgen keinen Akku hatte und zu seinem Dad musste, weiß er nicht, dass sein Handy jetzt komplett kaputt ist. Ihr seht, es ist wirklich komplett am Durchdrehen. Ich habe mit meinem Bruder gesprochen und an dem Handy kann man wirklich überhaupt nichts mehr machen. Und ich werde Sinan jetzt so heftig pranken und das Handy in Speisestärke legen. Also in diese komische Masse. Er denkt nämlich, es geht dann noch und probiert es rauszuholen. Und am Ende kommt natürlich eine Überraschung. In die Schale kommt jetzt Wasser und natürlich die Speisestärke. Das jetzt vermischen. Hier sieht's echt schlimm aus, aber hier ist jetzt die Masse, wenn man langsam reingeht, dann ist sie flüssig, aber wenn man draufhaut, ist sie steinhart. Und jetzt kommt hier sein Handy rein. Okay, es flutscht rein. Okay, sein Handy ist weg und man kommt nicht mehr dran. Und bevor ich jetzt wieder als Rabenfreundin dargestellt werde, ich habe ihm heute im Mediamarkt als Überraschung das neue iPhone 12 Pro geholt. Hier ist der Beweis. Das war ganz schön teuer. Hier bin ich beim Mediamarkt und ich bin direkt zu den iPhones gelaufen, denn ich wollte das iPhone 12 Pro. Das habe ich dann auch gekauft und mit einer passenden Hülle natürlich noch. Und jetzt Showtime. Sinan, hier ist dein Handy drin. Was? Hier ist dein Handy drin. Dein Handy ist da wirklich drin. Nein. Nein. Natürlich, das liegt da drunter. Ah, Hilfe! Siehst du's? Das ist nicht mehr lustig. Das ist nicht mehr lustig. Probier's doch mal rauszukriegen. Findest du das nicht lustig? Du weißt schon, dass es jetzt komplett am Arsch ist. Bist du sauer? Ja, das ist einfach zu viel. Findest du, dieser Prank geht zu weit? Ja. Unnötig. Du weißt, ich kann mir jetzt kein neues holen. Siehst du, was machst du so? Du hast es ja jetzt wieder. Jetzt geht's gar nicht mehr. Unnötig. Wirklich. Echt? Findest du es so unnötig?
Sini, habe ich als Überraschung für dich. Bibi. Doch, habe ich heute im Mediamarkt gekauft und es ist kein Prank. Ich wollte dich nur ein bisschen ärgern, bevor die Überraschung kommt. Das ist das neue iPhone 12 Pro. Mit der höchsten Gigabyte-Anzahl. Oh mein Gott, du weinst, Bibi. Er weint einfach. Wir sind am Ende von dem Video angekommen. Der Sinan hat mittlerweile schon sehr viel durchgemacht in diesem Video, glaube ich. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, welcher Prank euch am meisten gefallen hat und welchen ihr am schlimmsten fandet. Vergesst bitte nicht, natürlich haben wir uns immer lieb und wir machen das Ganze natürlich nur zum Spaß und auch um euch zu unterhalten. Und auch wenn wir manchmal ein bisschen ausflippen in den Pranks, ich glaube, wir lieben uns trotzdem, oder? Nein, das ist alles Spaß. Deswegen kein böses Blut zwischen uns. Wir pranken uns sehr gerne, aber wir haben uns natürlich genauso gerne lieb. Und ja, vergesst nicht, der erste Link unten in der Beschreibung und kommt ihr zu Sina seinem Kanal. Da seht ihr, wie er mich prankt. Ich habe nämlich auch schon sehr leiden müssen. Ich würde mich natürlich extrem freuen, wenn ihr diesen Kanal hier unten kostenlos abonnieren würdet, diesem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Vielleicht wollt ihr ja sogar noch einen zweiten Teil, denn ich glaube, wir haben noch einige Pranks auf Lager. Fühlt euch alle gedrückt und geküsst. Seid bitte lieb zu euren Mitmenschen, das ist unfassbar wichtig und bis dann. Tschüss!